Zu arbeiten. So, was hat der Player-Status? Sehr gut. Hilf müsste sich auffüllen. So. Heute wird verglichen, was gekauft wird. Oh, das Auto respawnt immer. So, 8 Dollar ist im Minus, das ist nicht so schlimm. Wir werden bald Plus machen. Freunde, wir werden bald Plus machen. So, wow, hä? Was war das denn? Wir müssen jetzt erstmal den Laden öffnen. Woohoo. Boah, geil, sehr gut geparkt. Moin! Vor allem, weißt du, er ist schon da, anstatt er einfach die Tür aufmacht. Aber es geht ja automatisch zu öffnen. Zahnpasta ist auch weggegangen, sehe ich gerade ein bisschen, ne? War ja auch voll die Reihe. Oh, der erste Konsumer kommt. Um 7 Uhr. Moin. Ich frage mich, ob man um 6 Uhr auch aufmachen kann. Weil warum soll ich dann schlafen gehen, wisst ihr? Weil dann kann ich auch einfach die Nacht durchmachen. Aber ich weiß nicht genau, was ich machen sollte. Oh, der hat Klopapier gekauft. Okay, heute wird Klopapier gekauft. Zweiten Tag. Okay. Was wird noch gekauft? Moin. Da ist mein Zwillingsbruder wieder. Hi, Erwin. Ich bin Business-Mitarbeiter. So, 21 Dollar ist schon. Was haben wir denn verkauft? Soße wurde heute gekauft. Die Soße hatten wir auch am Vortag gekauft, ne? Wenn das jetzt alles weggeht, auch der Sandcake, dann ist es wirklich so, dass am zweiten Tag erst die Sachen gekauft werden, die wir so Vortag haben wollten. Oder am Vorvortag. Ja, heute geht mehr weg. Glaube ich zumindest. Eine Cola ist, glaube ich, weggegangen, glaube ich zumindest. Brezel sind noch alle da. Zahnpasta ist weggegangen. Okay, nice. Das heißt also, 2 Tage dauert es, bis die Sachen... Okay, verstehe. Ich muss das System mal so ein bisschen reinkriegen. Ich glaube, es ist wirklich so. Gucken wir, was noch weggeht. Okay, jetzt ist, glaube ich, Wasser weggegangen. Also es ist wirklich so, weil sie hatten ja vor 2 Tagen die Sachen angefragt, die wir gekauft haben. Wie Mac and Cheese, Soße, Wasser. Und jetzt nach 2 Tagen kaufen sie die Sachen. Mal gucken, ob der Sandcake auch weggeht und so. Gucken wir mal. Okay, der wollte was haben, was wir nicht haben. Was ist das? Cream Cheese. Okay, das hatten wir nicht aufgeschrieben. Ist nicht schlimm. Aber dann würde ich ja, sie wollten ja gestern solche Sachen haben, ne? Das sind ja Sachen, die wir am Vortag hatten. Und die hätte ich ja sonst, normalerweise hatte ich die am Vorabend dann geholt, habe die reingepackt, was ja falsch war. Mich würde interessieren, ob die Sachen dann am nächsten Tag gekauft werden. Das müssen wir mal ausprobieren. Wieder Zahnpasta. Zahnpasta läuft sehr gut. Alle 2 Tage Zahnpasta. Das könnt ihr mir mal eben aufschreiben. Warte mal. Wenn ich das richtig sehe. Alle 2 Tage Zahnpasta. Oder warte mal. Ich mach mal da lieber ein Fragezeichen hinter, weil ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt. Schauen wir mal. Ich finde das System ganz cool, dass man sich das aufschreiben kann. So, aber es läuft, ne? Weil wenn du überliest, wir haben schon... Aber wie kriegen wir denn Hilf eigentlich nach oben? Steht ja auch irgendwas? Steht irgendwie, wie wir... Steht gar nicht, ne? Wie wir Leben wieder nach oben kriegen. Vielleicht müssen wir da zum Krankenhaus oder so. Weil es gibt ja, glaube ich, auf der Dings. Was wollte ich denn geguckt haben? Was wollte ich jetzt geguckt haben? Ich bin so doof. Also zweimal Zahnpasta. Was wollte ich denn jetzt geguckt haben? Ich bin so doof. Irgendwas wollte ich geguckt haben. Ich weiß nicht mehr, was ich geguckt haben wollte.
Ach so, Ranking. 4%. Holy shit, geil, es läuft. Mal gucken. B, du kaufst nix. Na? Oh, Lemon. Also hier, Lemon. Soda-Bottle. Davon haben wir noch 3 Stück. Wenn die heute weggehen, ist blöd, weil wir nur noch 3 haben und der Tag ist gerade erst angefangen. Wir nehmen auf jeden Fall sehr gut ein heute. Okay, was wollte er haben? Bleach, Bleiche. Okay, Bleiche wollten sie gestern haben. Und auch heute. Also das könnte man schon mal irgendwie... Können wir da irgendwie ein Sternchen dran machen oder so? Dann mache ich mal ein Sternchen dran für wichtig. Dann mache ich mal 2 Sternchen dran. Dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, das ist wichtig. Dann können wir uns die mal merken. Weil die wurde jetzt gestern auch gefragt. Also passt mal in Theorie vielleicht schon mal nicht. Weiß nicht, war jetzt vielleicht einmalig. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. So. Der auch wieder nichts. Wir gucken. Wir müssen jetzt mal ein bisschen vergleichen. Joghurt, ja gut. Ja klar, okay, Kühlregale haben wir natürlich noch nicht. Das kostet alles Schweinegeld. So viel haben wir noch nicht. Okay, jetzt geht natürlich unsere Prozentzahl wieder nach unten. Ist aber nicht schlimm. Alter, der Mac and Cheese, da haben wir uns echt verkauft, ne? Muss man sagen. Das war, glaube ich... War das Sandcake? Nee, Chips. Chips, okay, Chips wurden gekauft. Aber der Sandcake haben wir uns verkauft, glaube ich. Und die Mac and Cheese. Die würde ich selber essen. Du, 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 du. So, meine Freunde. Natürlich kaufst du nichts. Ja. Schade, schade, schade. Wir müssen mal echt schauen. So, was kauft er? Zahnpasta. Okay, heute läuft echt Zahnpasta am zweiten Tag. Davon haben wir echt nicht mehr viel. Soll ich da vielleicht nochmal was nachkaufen? Wer ist er denn? Oh Gott. Hi. Wer ist er denn? Ist er einer von den Beatles? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. John Lennon. Ich weiß nicht, was er gekauft hat. Guck mal einmal. Waterbottle. Okay. Einmal Zahnpasta, zweimal Zahnpasta, dreimal Zahnpasta. Also heute läuft auf jeden Fall Zahnpasta. 1, 2, 3 Mal. Ich würde vielleicht Zahnpasta kaufen gehen, wenn es im Angebot ist. Ich schau mal ganz schnell. Aber bevor das leer geht, lieber schnell Zahnpasta kaufen. Los, 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 los! Ich muss los! Woo! Zahnpasta! Ich komme! Muss vorsichtig fahren, nicht, dass ich einen Unfall hier baue. Da kommt wieder die ominöse Brücke mit der geilen Kurve. Jetzt schon mal vielleicht Gas wegnehmen. Ja, das ist sehr gut. So langsam komme ich klar mit dem Fahrwerk hier. Mit dem fahrbaren Untersatz. Okay, er ist noch da. Sehr nice. Gut. Moin. Auf dich komme ich auf jeden Fall nochmal zurück. So, Zahnpasta sagst du, ja? Wo war denn nochmal Zahnpasta? Da. Ist im Gutpreis. Kaufe ich mal einmal. Und let's go. Einfach nur mal gucken, ob das heute mehr weggeht. Weil ich habe das Gefühl, ich habe das so im Urin, ja. Ich als euer Erwin-Businessberater. Erwin-Businessberater hat das im Gefühl, dass heute die Zahnpasta das Ding ist. Und da müssen wir ja noch vergleichen mit unserer Liste. Das, was sie wirklich haben wollen, ob das wirklich... Weil das war ja gestern, die Sachen, die sie haben wollten. Ob die wirklich, wenn wir die kaufen jetzt, heute, für morgen, ob die dann wirklich morgen haben wollen. Am zweiten Tag. So. Guten Tag, ich fülle mal eben Zahnpasta auf. Heute wird echt gut gekauft. Freunde, ich glaube, wir sind im Business. Ich glaube, wir sind im Business. Ich glaube, Freunde, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind richtig gut dabei.
Ich hoffe, die Zahnpasta geht weg. So. La 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 la. So, haben wir ein bisschen auf Vorrat. Okay, wird nichts gekauft. Ich gucke mal eben, was jetzt hier so gefragt worden ist. Deer Pierced, keine Ahnung. Cabbage. Cucumber. Dogfood auch schon wieder. Dogfood waren jetzt 2 Tage hintereinander. Mache ich auch mal ein Sternchen dran. Vorsichtshalber. Einfach mal zu gucken. Kann ich es vielleicht hier hinzufügen? Ja, okay, man kann sogar kopieren. Das ist sehr geil. Dann machen wir es mal so. Ich schreibe mir das mal auf. Irgendwie ganz cool, dass man sich hier so eine Liste machen kann, ne? Also wir müssen mal so ein bisschen gucken. War jetzt, glaube ich, auch 2 Tage hintereinander, ne? Hintereinander. So. Kann ich hier diese... Gibt es hier sowas? Na, machen wir hier. Was habe ich denn da geschrieben? So. 2 Tage, 2 Tage hintereinander. So. Damit ich das weiß und das auch behalte. Was ist denn gekauft worden alles? Wo wir jetzt gerade weg waren. Wir waren, glaube ich, hier bei Chips, genau. Wir hatten 3-mal Zahnpasta. 1, 2, 3. Ja. Also 1, 2, 3. Waterbottle haben wir, glaube ich, noch mitgekriegt. Okay, Sandcake wurde gekauft. Cannon Fruits wieder. Cola Bottle L. Paper Chips und Eggs wurden gekauft. Okay. Waterbottle L ist die große. Large. Mac and Cheese gar nicht. Brezel auch nicht. Voll der Loser eigentlich. Okay. Du dumm. Du dumm, nix. Gekauft, gar nichts. Nö. Toll. Völlig verkauft an diesem scheiß Mac and Cheese. Original Flavor. Komm, kauf was, Zwillingsbruder. Los. Ich glaube. Oh ja, ich glaube der Sandcake war es gewesen. Nee, Chips. Chips, okay. Aber es läuft heute einigermaßen gut für uns. Ist denn die Bewertung. 1%, ja. Ich würde es trotzdem mal ausprobieren bei dem Typen mit den Wänden. Was er damit meinte. Das würde ich heute mal testen. Wir haben ein paar Waren noch hier. Heute läuft es richtig gut. Heute läuft richtig gut. Und dann gleich vergleichen wir tatsächlich mal, was die haben wollen. Mit unserer Liste, die wir noch haben. Und ein paar Sachen einkaufen, die vielleicht... gestern waren, die sie vielleicht morgen haben wollten. So rum, ja. Wieder was verkauft, was war's? Mayonnaise, okay. Watermelon Drink haben wir auch gehabt. Genau, davon haben wir auch nicht mehr so viel. Aber die liefen jetzt nicht so gut. Dum, dum, dum. Haben wir jetzt eigentlich geheilt? Nee, okay. Ich würde mal einmal zum Krankenhaus fahren. Wo ist denn das überhaupt? Da. Okay, das ist direkt um die Ecke quasi. Also da die Straße runter, die Klinik. Ich düse da mal eben hin. So. Das ist ein tolles Krankenhaus, Klinik. Sieht eher aus wie eine Schönheitsklinik. Moin. Aua. Ey, sag mal. Füße aus Stahl oder was? Ich frage mich, wo die hinlaufen. Wo laufen die eigentlich hin? Ich frage für einen Freund. Was ist denn da? Ich komme mal mit. Oh, wie schön. Blup. Da ist er weg. Okay. Lauf ins Nichts. Können wir schwimmen gehen? Wie schön. Oh nein. Okay, ist eine Alpha-Wand. Ah, schade. Was ist das für eine Brücke denn da hinten? Ah, das ist bestimmt die Zugbrücke, oder? Ja, es kommt hin. Das ist bestimmt die Zugbrücke. Okay, die verschwinden einfach da. Ich dachte, von denen gehen die einfach in den Wald. Oh, werden die von Aliens entführt? Und flupp.
Das müsste hier sein. Oh, ein Helikopter. Habe ich noch gar nicht gesehen. Von der Polizei. Und da tauchen sie irgendwie wieder auf, ne? Da, lol. Was? Was ist das denn? Ja, ich bin geboren. Ah, so werden also die Menschen hier... So funktioniert das also mit Menschengebären, ja? Blup. Ja, ein neuer Mensch ist geboren worden. Juhu. Okay. Ah, der Scheich. So. Guten Tag. Hallo. Hier ist gar keiner. Ah, was? $250? Du kannst mich mal. Alter, ist das teuer. Das ist ja sowas von teuer. Holy shit. Und vor allem, Herr Doktor, hier sind keine Fenster, hier ist nichts. Was? Oh Gott. Nachher, ich weiß nicht, was er mit mir nachher treibt. Nachher macht er mit mir Doktorspiele oder so. So, 205 haben wir auf Tash. Sehr geil. Nice. Heute läuft richtig gut, finde ich. Richtig, richtig gut. Wuhu. So. Ja. Oh ja, der Sandcake ist weggegangen. Alter, Mac and Cheese gar nicht. Eier sind ein bisschen weggegangen. Was haben wir denn noch hier? Was ist noch weggegangen? Ah, ich glaube, Watermelon ist ein bisschen weggegangen. Ich guck noch mal eben. Was haben wir denn alles verkauft? Wir waren bei Chips, ne? Watermelon Drink, ja, Mayonnaise hatten wir, glaube ich, noch. Genau, Paper, Chips, Watermelon Drink nochmal. Cannon Fruits, Egg, Outer Flakes. Wurde auch verkauft. Okay, was wurde gefragt? Heute wird nicht so viel gefragt, ne? Heute wird mehr eingekauft, merkt man. Weed Joghurt, Cherry Smoothie, Cannon Corn und Cookies. Cannon Corn Cookies? Ist das Cookies nicht? Oder was ist das? Ach, Milk Cookies sind das. Na, was kaufst du? Nichts. Okay. Heißt also, unser Shop-Rating ist wieder bei 0. Ja gut, okay. Ist nicht so schlimm. Ich würde das mit dem Typen nachher mal ausprobieren, wenn wir Feierabend haben. Weil das würde ich erst machen, wenn die Konsumer hier weg sind. Weil ich weiß nicht, was passiert. Und dann können wir nachher nochmal ein bisschen schauen. Weil ich glaube, ich würde ein paar Sachen von den Sachen einkaufen. War das Watermelon Drink? Nee, Cola Bottle S. Ich würde ein paar Sachen einkaufen von denen, die sie gestern haben wollten. Einfach mal, um zu gucken, ob in meiner Theorie stimmt, dass alle 2 Tage die Sachen gekauft werden. Oder gebraucht werden. Weil das wird sich ja anhand der Brezel auch zeigen, glaube ich. Anhand der Mac and Cheese gar nicht. Weil die haben wir ja, glaube ich, vor 2 Tagen gekauft, oder? Oder haben wir die gestern gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Was steht denn da drauf? Classic Snack for every Occasion? Zins 15,67. Gott. Less than 5% Fett. Aha. Was steht hier noch drauf? Du was? Dollar Snack? Aha. 230 Kalorien? Sehe ich das richtig? Hop. Add. Was? Ah, hier. Guck mal. Cooking Instructions. Okay, add die Nudeln in 300 Milliliter Bowling, also kochendes Wasser. Bring a boiling mix, flavor each, reduce the heat, simmer. Okay, for 4 minutes until the water is... and enjoy. Juhu! Bei der Mikrowelle, also was für Ofen, Mikrowelle geht, Microwave, Ofen. Add the Nudeln and content with water in a large microwavable dishes, also in ein mikrowellenhaltiges Geschirr. Mit 300 Milliliter of Boiling Water. Cooking for 5 bis 6 Minuten auf 850 Watt und 650 Watt. Uncovered until the self stare in servieren. Okay. Mhm. Cool, dass das da sogar draufsteht. So beschrieben, ist ja heftig. Steht hier sogar, Alter, wie geil. Hä, wie detailliert das einfach ist. Heftig. So, Herr Bauarbeiter, Toilettenpapier soll es sein, oder was? Oh, okay, ja, haben wir nicht. Tut uns leid. Was wollte er denn haben? Natürlich Cheese Milk. Chili, Chocolate, Sponge. Ah, der Sponge ist auch schon wieder auf der Liste. Das heißt, der ist auch schon mal zweimal gefragt. 2 Tage hintereinander.
So, kopieren wir uns mal. Machen wir hier auch wieder ein Sternchen dran. So. So, dann haben wir das auch. Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Story, Jerry, Air Freshener, Salat Dressing. Das kann ja weg, das haben wir ja jetzt.